identisch mit den GT- oder Stockfahrzeugen. Da ist Name hier, der Uwe Korte Haneberg. Ist hier alles offen. Und somit. Lass dich nicht ablenken. So, there's the winner of 17.5 GT, Mr. Heino Willner. So, mit dem möchte ich mal zusammen aufs Bild gehen. So, und jetzt kommt die zweite A-Finale Modified. Dann nehmen wir jetzt den Lauf. Achtung, Fahrer, starten in den nächsten 10 Sekunden. Ja. Wollen wir mal schauen. Der letzte Lauf. So, Lennart gleich am Anfang einen kleinen Fehler und hat das ganze Feld durcheinander gewürfelt. Nun kann Lennart sich vorne ein bisschen absetzen. Dahinter ist der Moritz dann und der Kasper. Dann kommt der Björn, der Benni, der Björn und dann der Michelspiel. Gab's ja mal eine Berührung. Und somit hat Bernie ganz schwer gewartet, weil er den Kasper gerade berührt hat. Beide haben Plätze verloren, aber Bernie hat ganz schwer gewartet. Kann nicht nur moderieren, er kann auch fahren. Und das aber auch fair. Ja, diese Romanze hat sie nicht. Fand ich eben auch gefahren. Das ist nur Tempo, und wir sind auch auf dem Rauch der Motoren, fahren die Sucht auf 0,5 Minuten. Wir sind jetzt in 1,5 Minuten rund. Zu dem noch der Lennart, dann der Moritz. Also Lennart ist das Auto mit der Nummer 1, das blaue, hellblaue, weiße Auto. Der Moritz dahinter mit dem ganz weißen Auto. Dann kommt der Björn Christian mit dem weiß-grünen, schwarzen Auto. Dahinter haben wir den und Herr Spiering, der ganz aus Bulldeutschland angereist ist hier. Dann haben wir die Götter in den Leuchtorangen und der Kasper mit dem schwarz-weiß-roten Auto bis auf den 6. Platz. Der hat unten das Training nicht weggeschmissen, einmal auf den Platz gedreht und schon sind alle dran vorbei. Dann haben wir nur die kürze Eck, einmal zu früh Gas gegeben oder zu früh eingelenkt. Das ist alles nicht beieinander hier. Ich schau mal hier. Nach über der Hälfte der Fahrzeit hat der erste vor dem 5. dann gerade noch 5 Sekunden Rückstand. 2,5 Minuten sind die Jungs gefahren. Und der erste hat vor dem 5. gerade 5,3 Sekunden Rückstand. Einmal auf Dach liegen, einmal Körperfall strecken. Und so sind alle 5 anderen Kuba. Das Finale GT macht sich bereit, weil in 1,5 Minuten sind die Jungs hier durch mit dem Fahren. Und jetzt machen wir den dritten Finalaufdurchgang, das ist der letzte Durchgang. Dann dürfen wir alle noch einmal fahren. Und dann steht, so gegen 16:15 steht in der Siegerfest hier. Ran, ne? Das war's. So, jetzt 40 Sekunden. Ja,
Reihenfolge hat sich nichts groß verändert. Lennart von Hörer ist bei mir. Doch Kasper hat sich nach vorne gefahren. Oben war Kasper noch Wechsler. Jetzt ist es der Ben. Hat er den großen Fehler gemacht. Schauen wir mal. Ja, Reihenfolge, Kasper. Also die Reihenfolge, Lennart, Boris, Jörn, Kasper, Michael und Merlin. Lennart ist weißer Auto. Der führt, der Boris ist das ganz weiße dahinter. Ich bin auf 1,4 Sekunden dran. Der Björn ist 4 Sekunden weg. Das ist das Auto, das grün, schwarz und weiß. Dann kommt der Kasper, auch nur 6 Sekunden weg. Das war das Auto, schwarz und platt. Und wir fertig gewonnen haben, Lennart, Flo, Moritz, Björn, Kasper, Michael und Benny. Genau. So, da war der zweite Lauf, Modified, Abfinale, gleich geht's weiter mit dem letzten Durchgang.